Genau, und mal wieder ein polnisches Po-Willkommen. Hallo? Po-Willkommen? Ja. Hallo? Ja, so. Hallo! Nicht hallo zu dir, hallo zu der PSP, Mensch. Wo die war. Ja, heute wieder mal eine Synchron-Gameplay und ich hab mir gedacht, wir brauchen was Neues, weil ihr alle denkt bestimmt, DSMS ist tot. Ja, ganz tot. Ja, du machst ja keine Videos. Ja, du aber auch nicht. Ich kann es aber nicht hochladen, so wie du sofort. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe nicht mal angefangen, richtig viel zu spielen. Wenn ich das erste, was ich machen würde, ist ein Let's Play aufnehmen. Da ich auch nicht mal gespielt habe, musste ich erstmal Let's Play aufnehmen. Sozusagen. Nimm du die Quest einfach mal an. Ja, ich sende ja schon. Weil bei mir ist ja das Problem, ich kann sie ja nicht sofort hochladen, so wie du. Ja, wenn ich das könnte, würde ich Videos ohne Ende machen, würde ich sie fabrizieren, würde ich sie verbreiten, würde ich sie hochjagen und was auch immer. War das halt mit Status? Nee, war es nicht. Würde ich sagen. Nee, du würdest einfach das ganze YouTube zu spammen. Ja, ich würde da 100.000 Videos hochladen, wie verschiedene Verkackquests. Und das pro Minute. Ja, wir machen heute die. Ja, schöne Sheets anmachen. Wir machen heute die Village of the Proof. Hau mal ab, du. Wir machen heute die Village of the Proof Quest, heißt die Quest im Monsterjäger. Die ja in Third, in Unite, mit dem Rayang spielt, hier ohne Rayang, wie ihr seht. Und ja, ich habe ja auch schon ein Video davor hochgeladen, wo ich nur den Rad alles mache, alleine. Ja. Und ja, hier ist er und irgendwie wird das halt abflammen. Außerdem, ich hab sie jetzt nicht alleine, wenn es schon schnell hinkriegen. Ich hab doch. Ah, scheiße, ich hab mich das Ohrstöpsel gesetzt. Oh. Da, nee. Das hab ich genommen. Dann hast du gerade Probleme, ne? Ja, irgendwie schon. Aber ich kann blocken. Ja, du Arsch, du kannst blocken, das ist mir klar. Das weiß ich ja natürlich wieder, dass du wieder denkst, oh, das ist nicht mehr das. Wehe, dann hat's mich jetzt. Bin schon da. Das war jetzt Glück von dir. Ich helf dir mal kurz. Dankeschön. Das war ehrenwert von dir. Na komm her, du. Scheiße, das war nicht der Kreisangriff. Ja, was war eigentlich los in der Zeit? Nichts. Ja. Also bei dir, du bist ja stinkend faul. Wie kannst du getroffen werden? Ey, hallo, du blockst und wirst geowned? Ja, und ich bin sogar noch verwirrt. Bitter bist du denn? Na, eben lange nicht mehr gespielt, bitte. Ja. Ach ja, und hier noch eine Ansprache an Arschos, nee, Arkos, Entschuldigung. Wir haben deine Request nicht vergessen. Wir sind noch dran. Meinst du, hast sie nicht vergessen? Ich hab sie nicht vergessen. Weil mich interessiert jetzt in feuchten Poops, welche Request ich hab. Na sehen, ich hab dir alle in den Sand gesetzt, die ich alle aufbekommen habe, sogar von Arkos. Ja, ja, und wir werden die auch noch machen. Nein, du wirst sie machen, nicht ich werde sie machen. Das soll ich mal korrekt stellen. Bei gegebener Zeit. Und ja, ich wollte nur sagen, wir haben dich nicht vergessen. Nein, du hast dich nicht vergessen. Wir wollen das mal langsam klarstellen, dass du hier derjenige bist, der muss. Mir ist das so egal, was meine Abonnenten von mir denken. Oh, Mensch. Ich meine, ich schreibe mit Arkos. Ich habe mit Arkos vor gefühlte 500.000 Nachrichten schon geschrieben, aber das ist jetzt relativ dann egal. Gibt's für dich noch einen kleinen Feuerwerkschuss. Jetzt soll eigentlich mal Fall fliegen. Hallo, bist du doof? Was ist los mit dir? Ich habe noch nichts gemacht. Was ist los? Wie du machst das Bild vom Feuer? Hallo? Kein Problem. Nee, du triffst mich jetzt. Siehst du mal, wie ich zielen kann? Ich habe wieder dich noch ein Ratter das getroffen. Und ja. Ich stand direkt neben euch. Das wird so eine Sache für sich. Ja, so in ich will den Tee haben, gib ihn mir! Okay, das war jetzt gut von uns. Ja, dank deiner Vorarbeit. Meiner Vorarbeit! Ja, deiner Vorarbeit. Meiner Vorarbeit. Aber immer doch. Oh Mensch, ich bin extra weggelaufen. Ja, extra. Ey, wir brauchen länger als ich mit Schild und Schwert alleine gegen den. Das ist doch wie schlecht du mit Doppelschwertern bist. Nee, wie schlecht einfach mein Set und wie deine Künste sind. Das ist mir gar nicht. Jeder weiß, dass ich schlechter bin als du. Ah! Du hast da gerade gefailt, das weißt du. Aber der hat mich nicht getroffen, eigentlich hat er mich ja getroffen. Blöder Wichser! Ja, genau. Ja, letztens war was Geiles auf Monster Forum los. Das musst du auch erfahren. Okay. Gib mir deinen Schwanz! Nein, den geb ich dir nicht. Nein, nicht du, also der Ratter, das soll mir seinen Penis geben. Das war jetzt nicht auf Monster Forum los, oder? Nein, nicht das. So, da hat jemand geschrieben, ich kann mir Wutze's Deutsch-Patch nicht downloaden. Ja? Ja. Muss ich denn Wutze Geld bezahlen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Wutze gleich so, du musst doch ein Sparabo ablegen, ein Dingsabo, da musst du noch 100, unter 100 Euro geht schon mal gar nichts. Ein Sparabo mit 4,95 Euro pro Woche natürlich. Ja. Und so, aber jetzt mal ehrlich, bist du so bekloppt, einfach mal auf, auf Werbung wegzuklicken, Werbung zu skippen und dann mal zu downloaden oder was? Ich hab gedacht, ey, was ist das für ein Junge? Generell die ganzen, ja, jetzt haben wir gerissen und ja, die ganzen Neulinge in dem Forum, ich kann es nicht ertragen. Ich und Arkos können uns dann nur darüber zerreißen, wie dumm manche sind. Ja. Die es auch immer hinkriegen, immer wieder Tweets aus dem auszugraben, die seit Jahren tot geglaubt sind, die noch so richtig vergraben. So ich, oh, wir graben mal, komm, los, wir buddeln weiter und weiter. Aber nein, die müssen ja buddeln. Ja, solche muss es auch geben. Nee, oder der fatale Street, der eine. Ja, ich hab gesucht, aber nichts gefunden. Wie kann man denn den Fatales freischalten? Ich gehe Fatales ein, sogar wie er mit drei Fragezeichen, Ausrufezeichen, und ich finde 500.000 Tweets davon. Und sofort das erste ist das, wo drin ich die über Fatales freischaltet. Ich denk so, bist du bekloppt? Ich geb dir extra nehmen. Ich geb dir kleine Minus, wenn du. Hau ab, du. Du Homo. Mach das für vorhin, ne? Für vorhin, bist du doof? Ja, hier die Rache kommt spät. Nur weil ich dich runtergemacht habe wegen dem Profil. Nein, das ist die Rache von uns Abonnenten, dass die dir vollkommen egal sind. Ja, was denn? Ich sag dir nur, wie es ist. Arnie sind doch auch die Abonnenten vollkommen scheißegal. Hast du gesehen? Der macht der. Hau doch mal ab, du. Ich will dich nicht bei mir haben. Ja, dann komm ich erst recht hinterher. Ach, leck mich doch am Arsch. Danke. Hast du nicht mit? Sicher. Ja, halt an so, was ich denkst. Ich denk an alles. Bloß nicht an die wirklich wichtigen Dinge. Ja. So ist er dann wieder da. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt alleine gegen den Typen hier kämpfen muss. Gegen den T-Krex? Ja. Ist er denn da? Nein, ich tu nur so. Ist er denn jetzt da? Da ist er, ja, mein Leopardex. Hast du, ja, da hast du immer noch so ein Tech-Shop-Pack drin. Textur-Hack, wenn dann schön. Text. Ja. Nicht Tech-Shop-Pack, Textur-Hack. Gib mir dein Tail. Ich will deinen Schwanz, und zwar sofort in meiner Hand. Wenn du das zu ihm sagst, mir ist egal, ne? Du kannst mir gar keinen geben, so klein wie deiner ist. Also bitte. Ich habe ja letztens einen lieben Hatan getroffen. Ja. Also generell wissen wir, Asiaten haben einen kleinen Penis. Wissen wir ja schon jetzt mittlerweile. Aha. So, und er hat immer einen Freund von uns hat rausgehauen, den Herr liebe Herr Sino auch kennt. Ja. Dass er sein Penis halt überdurchschnittlich sein sollte. So. Ich zeige statt den kleinen Finger, zeige ich meinen Ringfinger hin. Und nicht so, das ist wohl bei dem überdurchschnittlich, ein halbes und dreiviertel Fingerkuppe größer oder was. Und ja, das war dann das fröhliche Gelächter natürlich. Ich und mein Freund haben ihn ausgelacht. Und ja. Ihr seid so böse. Ja, was denn? Er sagt, der hat einen überdurchschnittlich großen Penis. Wenn Asiaten sagen überdurchschnittlich, verstehe ich darunter eine halbe Fingerkuppe. Größer als das also bitte. Das ist echt nicht nett, das. Ja, was ist echt denn? Echt nicht nett, das ist voll genau wie, Asiaten immer gut in Mathe sind. Naja, das ist aber jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich bin gemäut. Ich bin so geil. Ich bin getroffen worden. Ja, yeah. Ich bin getroffen worden. Das ist nicht nett, was du mit dem machst. Das ist nur Tan. Nicht nur Tan, das ist Bitan. Und? Der ist auch ein Mensch. Und nein, er ist kein Mensch. Er ist ein Asiate. Asiaten sind andere Menschen. Das ist immer noch böse. Und ganz ehrlich. Yeah, ein Banging Arch. Der Kingdom Hearts ist er besser als ich. Ja. Tan. Ja, oh mein Gott, da kommt er an mich ran. Der Tan. Du hast den Witz verstanden. Schöner rein, ja. Ich hab aber gerade voll zum Stackern gebracht. Und das war ich eigentlich danach. Ja, danach, das davor war ich. Ja, aber ich habe ihn gleich danach zum Stacker gebracht. Das heißt, indirekt habe ich ihn davor zum Stacker gebracht. Er will mich. Er möchte meine Haupt. Ja, er will dich fressen. Obwohl an mir mehr dran ist. Er soll mir seinen Tail geben. Ah, ich habe ihn gecuttet. Ich hab, das war der Ebring gebracht. Da hast du einfach mal für Tail gecuttet. Ja, wie episch wir doch sind. Nein. Scheiße. Turmst einfach so moin und jetzt hier will ich instinktiv moin. Huhu! Irgendwie sieht das schwul aus, der Schwanz. Der sieht genauso aus wie du. Recht schwul. Ja, danke für das Kompliment. Scheiße. Der hat geblockt. Ja, und na, du standst einfach nur beschissen. Du musst mal ein Lebensproblem, das stimmt jetzt nicht rein. Und dann weißt du, dass ich es mithabe. Hast du etwa auf meinem Bildschirm geguckt? Nein, aber ich hab einfach mal geraten, weil ich so nett bin. Ja. Ich dachte mir einfach mal so, wenn ich welches mitnehme, hast du bestimmt auch welches mit. Eigentlich nie, eigentlich ist das aber selten der Zufall, dass ich sowas besitze. Das war gerade ein Flashbomb-Fail, weil ich ja, weißt du, ne? Aber übelst da. Eigentlich hätte ich ja getroffen. Ja, wenn ich nicht da gewesen wäre. Nee, der ist dann zurückgesprungen, genau im richtigen Radius. Aber mal wieder, wie das Spiel mich liebt. Hä?
WTF? Was? Ja, ich bin durchgerollt, weil ich hab ich durchgeschissen. Ah, hast du geschissen. Hättest du nicht weiter auf den Kopf gehen können? Wieso? Na, da hätte er mal jetzt gesteckert. Nee, da schießt es nicht. Macht er nicht. Du hast ein paar an. Nein, wieso? Wie sollte ich den anhaben? Du hast den immer an, wenn ich aufnehme, hast du den immer an. Das bist du nämlich noch nicht. Ja, schon allein, weil du mich immer dazu anregst und sagst, hier. Das mache ich nur in Speedkills. Ja, nochmal HP-Hack an. Ja, was ist das? Du kann man einfach der IO in Speedkill hinlegen, wenn ich weiß, dass der andere Partner den anhat und ich somit gucken kann, wie viel er besitzt. Ja, jetzt wisst ihr unsere Geheimnisse über unsere Speedkills machen. Ja, schön, Scheiße. Hä? Hast du gerade gesehen? Nein. Ich bin stehen geblieben und der ist mich durch. Ja, wie war das Speedkill? Flashbomb fehlt. Ja, einfach zu weit weg. Das war nicht meine Schuld. Sag mal, gehst du auf irgendwas anderes als auf den Arsch oder so von dem? Nein, ich mag den Arsch. Ist denn so anusbezogen, dass du mal rapen musst den? Ja, natürlich, wenn du mal ja, reinstechen. Jetzt wärst du schon Tee geohnt. Brauchst schon 10 Minuten für so ein billiges Monster. Ne, es waren 2 Monster. Das ist nicht witzig. Wie war das? Entbändigen aktiviert sich nach einer Zeit eigentlich nicht. Entbändigen aktiviert sich nach einem gewissen Damage, Schaden, Rate, Höhe, Prozentzahl, was auch immer ihr das nennen wollt. Ich nenne das Schaden oder Höhe. Ah, manch der rennt nur rum. Okay, dem muss ich zugeben, das war mal einigermaßen okay. Das war cool. Das war nicht cool. Der Tailcut war mega cool. Ja, okay, war auch nicht schlecht. Der Tail geflogen ist, eine Explosion gekommen ist. Ja, wir haben schon was Besseres hingelegt. Meinst du der Plangonga? Ja, genau darauf willst du anspielen. Verdammt, ich hab mal vier, ob die Batsch, wenn die vier noch hat. Der hatte noch 200 jetzt in etwa. Also dann ist er jetzt tot. Hallo? Ich bin getroffen, Alter. Ey, bist du denn so schwul? LAN-Verbindung. Ein LAN-Kabel ist nicht angeschlossen. Da ist unser Router gerade wieder abgekackt. Juhu! Juhu, wir hatten gerade einen Download. Ja, sehr schön. Ja, Download, das ging nicht. Ja, ich liebe dich auch. Ja. Stirb! Jetzt stirb! Weißt du, was ich auch peinlich finde, die ganze Weltzeit neuesten? Wie hinterfotzig manche Menschen sein können. Nennen wir mal das Wort Dubstep. Ja. Ich bin ja ein großer Fan der Musikart Dubstep, Drum Bass, also elektronische Musik, außer House und Leck mich tot. Und hab gewissen Freunden so Dubstep-Sachen gezeigt. Sagen, scheiße, gefällt mir nicht. Ich höre lieber Hardstyle. So, jetzt kommt auf einmal Dubstep im Fernsehen. Oh, Dubstep. Oh, ich feier Dubstep. Ich feier's. Diese elenden Fanboys, die Skrillex feiern und sagen, der macht Dubstep, weil es ist New Glitch Hop. Oder was es nochmal darstellen soll. Nee, du schießt mich jetzt schon einmal auskaufen, dann schlage ich dich. Wenn es New Glitch Hop oder was es nochmal sein soll, ist es auf jeden Fall kein richtiger Dubstep, weil er alle möglichen Elemente drin hat. Die feiern den und dann sagen sie, ich habe keine Ahnung davon, weil ich ja nur seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren Dubstep höre knapp. Ja. Jetzt feiern alle Dubstep. Ja. Was, wo riechst du den Fehler am rechten Bildschirm, Mensch? Ich komm die eben gerne ja, näher. Ja, was ich auch zeigen möchte, habt ihr so etwas schon mal gesehen? Alle 5 Fähigkeiten. Ich hab Zerleger hoch, Mann, da müsst ihr auskaufen können 2-mal. Toll, ist der Tee weg. Oh mein Gott, da kommt er. Der kommt. Hab ich diesmal auch wieder Text direkt drin? Nein. Oh, ist ja langweilig. Hab ich aber. Du hast komplett anderes von dir gewohnt. Du lässt nach. Eigentlich nicht. Also stopp. Wieso soll ich nachlassen? Weil ich es tue. Sind wir gerade beide gemolkt? Du hast aber hier auf dem Bildschirm getroffen. Also, du hast für mich so einen roten Schadenpunkt bekommen. Ich meine, keine Salbe abgelassen, ne? Abgelassen, bisschen abgespritzt. Ich hasse dich. Ja, das kann ich auch. Mit Landen, warum machst du es nicht? Mit Landen, Steps kann man alles mögliche mal leicht. Und dann noch ausweichen plus 2, ne? Kein Problem. Oh nein, ne? Dass ich wirklich ausweichen plus 2 und da verkackst du manches. Ja, ich probier's einfach nur nicht. Wait plus 2. Da kann man jeden schreien wollen. Ich hab sogar, wisst ihr noch damals, Wait nur ohne Wait. Also normales Ausweichen ohne Ausweichen 1, 2 da. Ja. Hatte ich ja den Dämonjo. In die Mondschau-Schrei gemäut. Mhm. The Devil Yoho. Ja, Devil Yoho. Scheiße. Ah, nicht getroffen, sehr schön. Oh Mensch, hätte ich Schmerz gegangen müssen. Bin doch gerade dabei gewesen. Muhahaha. Komm her. Body.
Danke, dass du auf der ganzen Seite gegangen bist. Das war instinktiv, ich will diesen schwulen Flügel kaputt machen. Dann mach's doch. Na, hallo, weißt du, wo ich dabei bin? Flügel kaputt machen? Ja, aber... Oh, ich hab nur noch grüne Schärfe. Ich hab nur noch blaue. Da bin ich ja schlechter dran als du. Na Mensch! Ich komm trotzdem immer noch durch. Der grüne ist ja kein Ding, aber ein Flügel nicht. So, jetzt habe ich wieder weiß. Das kann ich mir auch schnell machen. Ich wieder weiß spritzen. Tata. So, ich bin mal jetzt im Feuer Fallen-Junkie. Ja, ich war wieder tot. Ja, ich weiß, deswegen bin ich am Fallen-Junkie. Warte, fast tot? Das kommt mir gelegen. Meine. Ich hab 2 geworfen, das weiß ich, ich hab nur 3 getroffen jetzt schon. Ich hab 3 getroffen, du 2. Scheiß drauf. Scheiße. Ja. Wie war das? Ich dachte, erst war's tot, Mensch. Der hat doch noch 900. Dann draufhauen. Geht doch. Das war ich jetzt aber. Hol dir mich jetzt, ich glaube ich verrissen. Muhaha, das war die Synchro. Das war die Synchro. Ja. Das war so abrupt, das Ende, das kannst du doch nicht machen. Das abrupte Ende, jetzt fick dich doch, hau doch mal ab, Mensch, will dich nicht. Wieso denn nicht? Ja, yeah. Dass du das kannst, weiß ich wieder. Weißt du, was ich auch kann? Ey, wenn ich das will, nein! Bist du das Wahnsinns? Alter, fick dich. Das hat ein WSB ausgemacht. Du bist Alter, ja noch da. Mich nicht schneiden. Alter. Du bist ungefähr, weil ich so stark war. Ja. Das kann man. Er macht mich hinunter, er will mich schlagen, also er mich im Spiel dissen. Dann nehme ich mir seine PSP und mach sie halt aus. Ich glaube, ich krieg jetzt einen Pfeilklick. Ah, der Angriff! Ey, ich krieg's. Hier ist ein Laserschraub, deine Hunde, du bist gerade verbrannt, das weißt du. Ja, das war wieder so eine erprobte Sache vom Herr Sino. Du hast einen Laserstab im Hoden, du hast verbrannt. Ja, das ist hier aus Spaceballs. Ja, genau. Oder wie das ja, heißt. Ich glaube, sowas gucke ich aber nicht gerne. Das ist die Verarsche von Star Wars. Ich weiß. Ich weiß, die haben wir vollkommen bescheuert, die haben wir im Unterricht gesehen. Aha. Ja. Weißt du, wen das interessiert? Mich. Nicht mal unsere Abonnenten. Doch, wen interessiert, bitte in den Kommentaren schreiben. Ja, ein Idiot. Nein, halt. Ein wunderschöner, netter Mensch, den wird sich schon finden, oder? Netter Mensch? Ja, den Menschen als Abonnenten. Ja, manchmal. Ist ja so komisch. So, ich habe hier einen Wirbelstein bekommen. Aha, interessiert aber keinen. Ist mir doch scheißegal. Dann sage ich mal, ciao, reingehauen.